Hi Leute, heute mal wieder einem angespielt und zwar dem Demo von Fürst Dwarf, der erste Zwerg. Heute ist der 18. Juni, ich werde es euch heute Abend auch noch hochladen, das Video. Morgen ist der 19. Juni und da kommt das Game auch schon heraus. Es ist ein Action-Rollenspiel-Adventure, der Entwickler ist Publisher Star Drifters. Aber wer jetzt abgeschreckt sein sollte, es hat auch Basenbauelemente und man kann das nicht nur allein spielen, sondern auch noch im Online-Koop. Wir gucken einfach mal rein. Ich habe es 3, 4 Minuten angespielt. Ihr kennt das von mir. Ich schaue kurz rein, ob es vielleicht was sein könnte. Mache ein paar Einstellungen für die Grafik und für das Audio. Und dann geht es schon los. Und ich denke, es könnte uns durchaus gefallen. Wir werden vielleicht eine halbe bis Stunde zocken. Und dann habt ihr einen kleinen Überblick und könnt es euch überlegen, ob ihr es euch zulegt oder euch selbst mal bei Steam das Demo herunterladet und selbst einfach mal zockt. Auf geht's! Nicht lange quatschen, sondern gleich rein ins Game. Gibt sogar ein Intro. Bisschen laut. Dreht's nach unten, den Sound, ich halt meine Baba. Da musste ich einen Screenshot machen. Sah ganz nett aus. Fürst Dwarf. Wie ihr gesehen habt, irgendwie ist das auch. Also, wir haben hier so einen Anzug oder so ein Mesh, in dem wir reinschlüpfen, damit wir halt noch stärker oder sind oder wie auch immer. Außerdem gibt es dann noch so einen Drachen hier, wie ihr gesehen habt. Der hat sich dann hier bei uns im Bart versteckt. Mal schauen. Hab's halt wirklich nur ganz kurz angezockt, um reinzuschnuppern. Also ich bin hier auch noch eine totale Napsülze drin, aber wir entdecken das Game hier 30 bis 60 Minuten zusammen. Mal gucken, wie lange es uns denn fesseln wird. Wenn wir irgendwann mal aus dem Ladescreen rauskommen sollten. Ah, man beschwert sich und schon kann man mal losmachen. Oh, ich muss meinen Sitz noch ein Stückchen höher machen. Drücke eine beliebige Taste. Habe ich. Da ist die Absturzstelle. Ist komplett auf Deutsch, aber wie ihr seht, die Sprachausgabe anscheinend nicht. Bisschen leise, oder wie die da reden, aber werden wir sehen. Ich schau mal kurz, soll das vertont werden auf Deutsch? Nee, Steam sagt nö. Aber wenigstens deutsche Untertitel. Oh, ist aber schnell eingestellt. Mal ein bisschen die Maus nach unten skalieren. WASD, kennt ihr. Wir sollen jetzt unseren Mac reparieren. Die Grafik finde ich, ja, sie ist schon ganz schön trickfilmlastig, aber jetzt nicht unschön. Erinnert mich so ein bisschen an Enshrouded. Hatten wir da einen angespielt gemacht? Doch, ich glaube ja, ne? Man zockt so viel. Ich weiß jetzt gleich gar nicht. Das ist auch gruselig. So, was soll man machen? Repariere den Mesh. Machen wir. F halten, um zu reparieren. Aber
Sigi doch. Warte mal. Ja, das ist zu leise. Also gerade die Sprachausgabe, Lautstärke der Stimmen. Ja, das ist zu leise. Effektlautstärke machen wir noch ein bisschen höher. Musik kann eigentlich auch noch ein bisschen höher gemacht werden. Marginal höher. So, hatte ich eigentlich eingestellt und da kam es mir ganz praktikabel vor, aber okay. The mech is ready. Time to get in. Ja, jetzt hört man die Stimme des Zwergen wenigstens. Öffne das Kreismenü mit Tabulator. Steige in den Mech ein. Now, let's see what's left of the airship. Schauen wir mal, was vom Luftschiff übrig ist. Sammle Teile vom zerstörten Luftschiff. Mit rechts blocken. Mit links zuschlagen. Was ist denn das für ein... Seht ihr das? Direkt vor uns so ein ovaler, so ein halbrunder Balken. Naja, das wird bestimmt noch alles erklärt werden. M-Karte, links schlagen, Alt ist zielen. Aha. Shift laufen, Space springen. Das fühlt sich aber auch wirklich so an, dass der Mech ganz schön was wiegt. Das Springen. Hier haben wir die Ressourcen. Wo war denn das Luftschiff? Ich renne vom Luftschiff weg, ich knilch. Wir sammeln jetzt erstmal die Ressourcen hier ein. Also Teile vom zerstörten Luftschiff mit F. Sammeln wir das ein. Hammer. Aha. Oh, mein Hammer. Good thing I didn't fall far. Oh, mein Hammer, gut, dass er nicht weit gefallen ist. Wir müssen wieder in den Mech einsteigen. Wobei, eigentlich müssen wir nicht hin. Können wir das auch so sammeln? Würde mich mal interessieren. Ja, können wir auch so sammeln. Na toll. Sadum hat das Game kaputt gemacht. Wir kommen ja nicht mehr raus. Nein. Hänge ich hier echt jetzt fest? Ja, komm. Komm, du schaffst es. Na, passt. Warte. Vielleicht kommen wir ja zum Mech. Dann steigen wir einfach in den Mech ein und laufen weg. Das reimt sich auch noch, Leute. Wir steigen in den Mech ein und laufen weg. Schornstein. Was soll man denn noch alles einsammeln? Hier ist noch was. Noch ein Schornstein. Defekter Motor, Ruder. Was? Raben können zu den nördlichen Clans gesendet werden, um die gute Nachricht zu bringen, dass die neue Kolonie bereit zur Besiedlung ist. Aha, wir sollen also eine Kolonie anscheinend gründen. Und ihr habt es im Intro gesehen, es sind ja auch solche schwebenden Inseln. Ich glaube, irgendwie wird uns... Ist das... Reicht dem Untergang geweiht oder... Ach, ich weiß es nicht mehr, Leute. Haben es ein bisschen durchgelesen, aber es ist auch wieder schon ein paar Monate her. Also die Story, aber... Ich hab's vergessen. Zeit, eine Basis zu bauen. Aufstrebende Siedlung. Gebäude benötigen Mana, um zu funktionieren. Denke daran, deine Siedlung in der Nähe von Mana-Quellen zu errichten, um deine Strukturen mit Energie zu versorgen. Ich muss erstmal einen Kaffee, einen Schluck Kaffee nehmen. Gebäude benötigen Mana, um zu funktionieren. Aha. Also das ist das Luftschiff. Was ist denn das da hinten? Auf der Karte. Rechts unten habt ihr ja die Karte. Okay. Antiker Erneuerungspunkt. Nach dem Bau einer Basis in der Kolonie auf der Insel kannst du den Punkt aktivieren. Okay.
Ja, Mana-Quelle. Wo ist aber nicht Mana-Quelle? Hier ist irgendwas Blaues auf dem Boden. Mana-Quelle. Eine Quelle von Mana, die das Leben nut die für das Leben notwendig ist. Mana-Produktion täglich 200. F halten, um Mana zu extrahieren. Wir scheinen ja unten. Also 1000. Wartet mal. Die 220 scheinen das Mana zu sein, mit dem hier unser Mesh funktioniert. Wenn wir jetzt Mana extrahieren. Ah! Wir stöpseln uns an. Ans Mana. Schwuppdiwupp. Schon sind wir bei 300. Die 1000 sind logischerweise die HP des Max. Und was ist denn das? Gelbe? Die Ausdauer. Okay. Mit Control öffnen wir das Baumenü. Mana-Leitung. Kann man mit dem Mausrad scrollen? Nö, nur mit E und Q. Können wir das hin und her transferieren? Hier können wir die Hauptbasis bauen. Das ist die Hauptbasis. Größtenteils aus unserem zerstörten Luftschiff gebaut. Rumpfdach, Ruder. Verbraucht täglich 1000 Mana. Bauen wir es doch in die Nähe der Mana-Quelle, oder? Genau. Da wird erst zusammengeschustert. We're ready to start a new colony. Wood and stone, or how they say it. Wood and Stone. Wir brauchen Wood and Stone, um hier die Basis zu bauen. Ja, dann 50 Holz brauchen wir. Sammeln wir das automatisch ein? Ja, haben wir eigentlich irgendwas wie ein Inventar? Ups, I. Charaktere, Entwicklung, Inventar. Etwas, ich sag mal, spartanisch gehalten, aber ihr wisst, mir gefällt das, wenn es spartanisch ist. Dann ist es auch übersichtlich. Jeden Hieb hauen wir hier zwei Holz aus der Birke oder aus irgendwelchen anderen Hölzern. Ebenfalls zweimal Holz. Geht rucki zucki. Was mir gefällt, dass wir es nicht extra aufsammeln müssen. Muss jetzt nicht sein. Wir teleportieren uns ja anscheinend auch irgendwie die Gebäude her. Also warum sollte man sich dann die mechanischen Hände dreckig machen? Jetzt brauchen wir Stein. Stone lasts for ages. You can build a shelter out of wood, but you cannot Bäume. build a house without stone. Bäume und Holz vertrocknen, Steine nicht, sagt er. Können wir ebenfalls genauso abbauen wie die Hölzer. Ach, finde den Steinbruch. Okay. Da scheint es einen Steinbruch zu geben. Das sieht uns doch fast wie ein Steinbruch aus. In den Steinbrocken kannst du Stein abbauen oder eine Steinmine errichten. This looks like a good place to dig. Wait a moment. Look at Warte these mal, sieht ihr scratches. diese Kratzer an? Jemand war Somebody schon has vor been uns here hier? before us. Was denn für Kratzer? A rock must have broken off. That's it. These are wild lands. We are the first to explore here. Ein lieber einfach ein Stück Holz hat sich gelöst. Was geht jetzt los? Was ist das ein Geräusch? Ein Gegner, Leute? Oh Gott, ich wollte gerade einen Kaffee ansetzen und zum Kaffee trinken ansetzen. Was ist denn das? Da kommt irgendwas. Kombination. Oh Gott, das ist jetzt zu viel. Komm, wir drücken einfach mal. Na komm ran. Alles geblockt. Ja, der hat uns sogar Hieb gegeben. I was expecting wild animals, but this. I think it used to be a wild animal. Ich denke, es war einmal ein What on wildes earth Tier. happened to it? I'm not sure, but I think it was something even the songs are afraid to mention. Wir gucken uns nochmal die Sache mit der Kombination an. Wenn der Indikator sich im weißen Bereich befindet, um eine Kombination auszuführen, der Indikator, also da
diese ovale Strich oder halbrunde Strich. Wenn du erfolgreich bist, wird der weiße Bereich grün leuchten und der Schlag wird ausgeführt. Wenn du es nicht schaffst, die Kombination zu treffen, wird der weiße Bereich rot leuchten. Ja, dann haben wir es nicht geschafft, weil das hat immer rot geleuchtet. Kombinationsschläge fügen Gegnern mehr Schaden zu. Jeder Schlag in einer Kombination verbraucht deine Energie, die durch die gelbe Leiste am unteren Bildschirmrand dargestellt wird. Wartet mal. Kommen da noch mehr Gegner? Ja, komm ran. Also man muss schnell drücken. Steht, besiege die Monster und zerstöre ihre Nester. Ja, dann. Kommt doch noch ein Monster raus. Komm mal ran. Blocken. Also ehrlich gesagt, ich habe das noch nicht so richtig geschnackelt. Mit dieser Kombination in diesem Jahr. Such things never appear. It's like an illness spreading through the body. It's only the beginning. Well, here we have a stone to smash. Cool. Oder ist das gewollt, dass man. Ah! Jetzt haben wir es gepackt. Habt ihr gesehen? Man muss doch schon ein bisschen die Leiste da im Auge behalten. Und immer dann drücken, wenn die beiden äußeren Striche, senkrechten Striche, in dem halbovalen weißen Strich sind. Lässt sich ein bisschen blöd erklären, wie ich finde, aber ihr habt es gerade gesehen. Passt auf jetzt nochmal. 1, 2, 3. Ja, perfekte Kombis hier. Jetzt sammle einfach nur Steine. 20 brauchen wir noch und dann wird die Basis weitergebaut. Have you done enough digging? Yep, that's it. Now we can build a well on the mana spring. The colony building needs mana, just like my armor. Mana Quelle bauen. Verbrenne Büsche auf der Mana Quelle. Haben wir einen Flammenwerfer im Mech? Kann ich näher ranzoomen? Nö. Wechselnde Charaktere. Oh, okay. Du kannst Charaktere wechseln, wenn du dich im Charakterrad in Reichweite befindest. Wähle eine Figur aus dem Charakterrad und wechsle sie durch Drücken. Wir werden gleich zum Drachen! Mal linke Maustaste. Hier ist noch, was wir wegverbrennen können. Wegverbrennen auch. Spitzendeutsch, sah du. Komm. Das letzte Piepsel will ich jetzt hier aber auch noch weg haben. Ich glaube, wir sollten vielleicht unten aufpassen, ja, dass wir nicht immer husten müssen. Das letzte geht nicht weg, oder wie? Wie sieht denn das aus hier? Komm. Oder muss das letzte bleiben? Ein Versuch wagen wir mal noch. Mit Leertaste machen wir irgendwelche Kreiselbewegungen. Wird nix. Gut, dann gehen wir wieder zum Mech. Steigen da ein und errichten jetzt den Mana-Brunnen. Hauptbasis E, Mana-Brunnen. Also das kleine Gebüsch da stört nicht.
Mich würde nochmal interessieren, können wir bauen, links, rechts schließen? Was? Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn. Da passiert aber nichts, wenn ich Leertaste drücke. Wahrscheinlich können wir das bloß in die eine Richtung drehen hier, oder? Bauen. Komm, einfach mal hinsetzen. I could dig stone all day, but I've sure had enough of cutting wood. It's high time to build a sawmill, power it up with a mana pipeline. Eine Sägemühle soll man errichten. Ressourcen, Sägemühle. Finde den richtigen Ort für eine Sägemühle. Oh, da ist er doch bestimmt. Müssen wir hier also an dieses kleine Wäldchen eine Sägemühle setzen. Ich würde sagen, wir bauen die hier hin. Jetzt testen wir das nochmal mit Space. Drehen, ne, das kann, kannst du auch nichts drehen. Ja, dann bauen wir sie einfach mal dahin. Und nun sollen wir das Gebäude mit der Mana-Leitung verbinden. Dann wieder Tabulator, Mana-Leitung. Ach, wie niedlich. Müssen wir die hier irgendwo anstöpseln? Die Bäume könnten im Weg sein. Weg mit euch, ihr bösen Bäume! Ist es zu dunkel, Leute? Ach nee, unser Mac hat hier ordentlich Licht. Man sieht was. Das passt schon. Also nochmal Control. Mana-Leitung. Aha, einmal draufklicken und dann zieht es hier die Mana-Leitung. Aha, man kann nur ein gewisses Stück. Da kommt der Rabe. Was wollte der Rabe nochmal? Wollte der uns irgendwas mitteilen? Man kann nicht komplett bis hinziehen. Wahrscheinlich immer nur ein kleines Stückchen. Was kostet so eine Mana-Leitung? Wissen wir nicht. Nix. Doch. 6x Holz und 3x Stein. Now, we have to build a stone mine in the quarry and connect it to the pipeline. You could dig stone all day. Work first, play later. Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Man kann die Mana-Leitung immer von diesen Verbindungsstücken aus dann verlängern. Finde ich ganz nett gemacht. Wir bauen die schon mal in Richtung Steinbruch. 1, 2, immer 3 Felder. 1, 2, 3. Jetzt gehen wir auf Ressourcen, nochmal E gedrückt und hier wird jetzt die Steinmine hingezimmert. Sehr gut. Wieso steht jetzt dort plus 400? Wahrscheinlich pro Tag oder was? Beim Holz links, also in der Mitte neben dem Holz, plus 400. Das finde ich nicht schlecht, da brauchen wir nicht jeden Tag hier irgendwie Holz hacken gehen. Das macht, geht ja alles automatisch. Wieder auf Siedlung, Mana-Leitung, dann, fertig. Und nu? The sun is setting. Die Sonne geht unter. We still haven't prepared for unwanted guests. Was, unerwünschte Gäste? Expecting someone? All the filthiest things in this world like to come out at night. I can breathe fire, but I'm afraid you won't make it. We could use some defensive turrets. Verteidigungstürme? Let's hurry up my poor defenseless crew. Errichte Verteidigungswelle, errichte grundlegende Verteidigungstürme. Krass. Verteidigungssachen. Ach, du grüne Neune. Was gibt's denn hier?
Rabenwachturm. Verteidigungsturm, der auf nahe Feinde schießt. Ballonturm, der auf nahe Feinde schießt. Mörserturm, Verteidigungsmauer. Und ein Tor. Wir bauen erstmal die Türme, würde ich sagen. Das Ding ist, nur die Hauptbasis verteidigen oder auch unsere Sägemühle mit. Braucht viel Platz, so ein Turm. Ich setze einfach mal ein bisschen was. Ah, die Verteidigungstürme brauchen auch noch eine Verbindung zur Mana-Leitung. Und den anderen setzen wir mal hier drüben noch hin. Dazu müssen wir das aber erstmal noch wegmachen. Fein, fein. Verteidigungsturm. Oh, was fehlt denn? Ach, Stein fehlt. Nein, wir brauchen Steine. Schnell! Ich denke mal, das Demo wird so fair sein und erstmal warten, bis wir jetzt hier die Verteidigung aufgebaut haben, bevor die Gegner kommen. Da haben wir dort einen Verteidigungsturm. Jetzt bauen wir hier noch einen. Bis die Hauptbasis geschützt ist. Ja, hier so. Dann müssen wir Mana-Leitungen bauen. Und da drüben ebenso noch. Sehr schön. Verteidigungswelle sollen wir errichten. Wie groß sind die denn? Oder wie lang sind denn diese Verteidigungswelle? Das wollte ich nicht. Es blinkt auch, was wir errichten sollen, sehe ich gerade. Wie weit können wir die denn ziehen? Zwei Felder. Was kosten die? Einmal Holz. Das ist okay. Da würde ich mir wünschen, dass man die ein bisschen weiter ziehen kann. Oder warte? Nee. Geht nicht, wenn man gedrückt hält oder so. Wenigstens noch die Hauptbasis hier mit einem Wall versehen. Wir hätten eigentlich schon genügend, aber die Hauptbasis sollte vielleicht noch von so einem kleinen Holzzaun umgeben sein. Gut, das reicht, komm. Errichte einen Ballonabwehrturm. Einen Ballonabwehrturm. Da brauchen wir auf jeden Fall noch Holz und Stein. Und das nicht zu knapp. In der Basis können wir doch schon mal alles hier abholzen. Also ich muss sagen, bis jetzt macht es schon Spaß. Was mir komplett neu war, ist, dass es auch Verteidigungsgebäude gibt.
und noch ein bisschen Holz, Stein. Da werden wir da hinten dann noch einen Ballonturm bauen. Hier nutzen wir die natürliche Engstelle. Der ebenfalls mit einer Mana-Leitung versehen werden muss. Die Kreise zeigen an, wo, wie weit die Abwehrtürme schießen. Eigentlich hat man schon eine ganz gute Verteidigung, wie ich finde. Hier oben könnte man noch einen Ballonturm hinbauen. Wenn wir genügend Stein hätten. Haben wir aber nicht. Was ist denn das hier? Bären? Nehmen wir mit. Fleisch und Bier wäre uns als Zwerg natürlich lieber. Ich glaube 40 kam so ein Ballonturm. Ich wollte nur noch mal nachschauen, war das hier ein Maximum? Ach nee, das ist täglich. Kriegen wir hier anscheinend 300 raus. Ich dachte, das baut sich dann ab. Aber nö. Das scheint... Wobei, täglich kann auch nicht sein, oder? Das tickt dann zu langsam. Na, wer weiß. Wir bekommen stetig dazu. Kontrolle. Auf Verteidigung gehen und den Ballonturm setzen wir hier noch hin. Mana-Leitung brauchen wir natürlich noch. Was ist denn los? Woran liegt's? Hä? Eins von zwei? Das ist doch ein... Habe ich den falschen Turm gebaut? Ach, ich habe das Gebäude nicht verbunden. Hm. Wie hacken wir denn die... Aha, F. F lange drücken und dann fliegt die Mana-Leitung weg. Aus irgendeinem Grund hat den Ballonturm nicht verbunden, sondern die Mana-Leitung ist einfach hindurch geflutscht. Jetzt. We should be safe now. Whoever comes close to this turret will regret it. And if the turret shoots at us? It won't. I will keep silent, but remember, it's an anxious kind of silence. Bauen Sie Häuser. Also da bin ich jetzt natürlich ein bisschen... Oh, jetzt geht's los. Perfektionist, wollte ich gerade sagen. Irgendwas Schlimmes passiert? Was ist los? Ich wollte gerade sagen, dann bauen wir die Mauer noch zu Ende, aber jetzt kommen die Monster. We have to destroy the nest. Otherwise the settlers don't stand a chance. Nest zerstören. Da kommen die Monster. Wo ist denn das Nest? Die Gebäude halten ordentlich was aus, aber die Viecher halten auch ganz schön was aus und die Türme machen gar nicht so viel Schaden. Schlag zu schnell zu. Wegen den Kombinationen. Die zweite Kombination ist dann immer ein bisschen meh. Die ganze Insel säubern. Mhm. Zeigt uns das Nest irgendwo an?
Au! Alter Verwalter, die machen aber Autsch. Irgendwie sehen die auch größer aus, oder? Ha, geblockt. Hey. Der spuckt irgendwas. Ha! Geblockt. Alles klar. Du kleines Viech. Können wir über so eine Mauer springen? Nee. Komm schon. Wie reparieren wir uns eigentlich? Ha! Kaputt. Jetzt müssen wir die Insel säubern. Jetzt wird's Tag. Bauen Sie Häuser. Bevor wir die Häuser bauen, müssen wir uns da erstmal reparieren. Ja, der Mac hat ganz schön was abgekriegt. Tabulator. Und dann gehen wir mal wieder in den Zwergenmodus. Halten, um zu reparieren. Kostet uns das Ressourcen? Sieht im Moment nicht danach aus. Wir können ja auch mal eine Weile als Zwerg rumrennen. Aber erstmal den Mac wieder in Stand setzen. Vielleicht gibt es ja auch sowas wie Zwischenbosse oder Endbosse. Wäre schon eine feine Sache. Game kommt ja dann in, also schätze ich mal, in den IE raus, in den Early Access. Und dann wird die Entwicklung ja bestimmt oder mit Sicherheit weitergehen von dem Game. Nö, wir können als Zwerg gar nicht bauen. Wir müssen im Mesh sein. Mhm. Ja. Gut, dann bauen wir hier hinten erstmal noch die Mauer zu Ende. Dass sie nicht ganz so einfach hindurch schlüpfen. Werden hier mal ein Tor errichten. So. Jetzt seht ihr natürlich hier, dieser Baum ist im Weg. Ach, die sind doch endlich, Leute, die Ressourcen. 310, 230. Oder? Vorher standen doch. Oder ist das, weil die Gebäude beschädigt wurden? Vorher standen doch andere Zahlen da oben, die blauen. Hm. Kontroll halten, um zu reparieren. Die blauen Zahlen bleiben gleich. Wahrscheinlich enden die dann also doch. Selbst das Tor braucht Mana. Verstehe ich das richtig? Glaube ja. Wir bauen aber erstmal hier noch die Mauer zu Ende. So. Und jetzt gönnen wir uns hier noch eine Mana-Leitung. Tatsächlich. Tor schließen. Tor öffnen. Tor schließen. Nett, nett. Lass uns mal hier noch ein Tor reinbauen. Rabe. Raben können zu den nördlichen Clans, ja, wissen wir ja. Feind des Nestes sind was Bedingungen für das Senden eines Rabens. Puh. Okay. Also wir haben die Bedingungen halt noch nicht erfüllt, um so einen Raben zu senden.
Dann baut hier nochmal so ein Tor. Ich habe auch überhaupt keinen Überblick, wie viel Mana wir jetzt eigentlich noch haben. Können wir überhaupt hier noch was ausgeben? Plus 200. Gibt es hier irgendwo eine Statistik, wo wir sehen, was wir an Mana jetzt hier raushauen? Entwicklung. Gilde der Schiffsbauer, Gelehrtengilde, Technologiepunkte. Krass, hier gibt es dann noch irgendwelche Technologie-Sachen, die man hier sich gönnen kann. Hier hat man die Übersicht von den verschiedenen Charakteren. Nicht zugewiesene Levelpunkte. Mac. Globaler Level 8. 7 Punkte. Fertigkeitspunkte. Einfach draufklicken und dann bekommt man automatisch mehr Gesundheit. Okay, das ist relativ einfach gehalten, aber man kann dann hier noch ab Stufe 4 noch andere Sachen freischalten. Komm, wir machen mal Stufe 4. Und jetzt haben wir hier oben noch was. Was ist denn das hier unten? In dieser Version nicht verfügbar. Stufe 8. Jeder Charakter wird seinen eigenen Fähigkeitenbaum mit einzigartigen Fähigkeiten haben, die zu ihm passen. Hier ist vorerst ein Bild unseres Maskottchens. Niedlich, niedlich. Gut, was können wir machen? Ja, Lauf, Mech, Lauf. Tu lockert einige Schrauben im Gelenk des Mechs, um seine Laufleistung zu verbessern. Stufe 1, fach, mehr Ausdauerpunkte. Nö. Mana-Fresser. Tu optimiert die Mana-Gewinnungssysteme des Mechs für eine bessere Leistung. Dass man schneller Mana extrahiert. Und was ist das andere? Handy-Mech. Verbesserte Mech-Protokolle ermöglichen schnellere Reparaturen. Das Reparieren hat tatsächlich ganz schön lange gedauert. Komm, wir gönnen uns hier einen Punkt da rein. Jetzt haben wir noch 4. Können einfach so noch verbessern. Ja. Und das Reparieren machen wir auf maximale Stufe. Ah ne, bloß noch. Wir schauen uns mal die anderen noch an. Ragnar der Tower, Marathon Aviatar. Ragnar kann länger unter Wasser die Luft anhalten. Cool, man wird hier unter Wasser sein. Ragnar sammelt mehr Erfahrung in der Kunst des Fliegen. Sie kann länger mit hoher Geschwindigkeit fliegen. Mhm. Und tu selbst Handwerkszwerg. Um den Mech schneller zu reparieren. Ach! So ein Mist. Ich habe es falsch gesetzt. Ich dachte, beim Mech würde dann ja schneller repariert. Aber nee, der Tru repariert ja den Mech. Meisterbergbahn, das Design des Steinbruchs, verbessert durch seine Leistung. Holzfäller, Sägewerke, Design, verbessert dadurch seine Leistung. Das ist alles dreist cool. Aber wir werden Stufe 4 jetzt hier nicht mehr erreichen. Dann gönnen wir ihm einfach mal noch einen Punkt. Wobei, vielleicht erreichen wir es ja doch. Komm. So. Bist du auch stärker. Was wollte ich eigentlich überhaupt nachgucken? Ich weiß es nicht mehr. Schornsteine, Ausrüstung, Handwerk, Komponenten. Ach so, genau. Ich wollte die Statistik nachgucken, ob es irgendwo dasteht, was wir noch an Mana zur Verfügung haben. Müsste eigentlich an der Mana-Quelle stehen, oder? Wie viel wir verbrauchen? Plus 200, über der Nachfrage 135. Über der Nachfrage? Also 135, wartet mal. Was? Also geben wir schon 300... 35 aus? Kann nicht sein. Das kann doch nicht. Das kann nicht sein. Hä? Verbrauch 10. Was verbraucht? Nee, das kann nicht sein. Insgesamt 135 verbrauchen wir. Lasst uns mal jetzt hier noch weiterbauen. Verteidigung. Und hier brauchen wir das Tor. Und
Und eine Mana-Leitung brauchen wir natürlich für das Tor. Tor schließen. Oh, ich hätte es fast entfernt. Und nun wird hier noch schön die Palisade weitergebaut. Da jetzt ein Loch drin? Schau's mal nicht. Eine Lücke? Haben wir eine Lücke gelassen? Werden wir sehen. Oder auch nicht. Was? Würde mir nach wie vor wünschen, wenn man das länger ziehen könnte. Immer nur diese zwei Fitzelchen da. Das ist ein bisschen wenig. So, fertig ist. Und dann werden wir hier noch ein Tor reinzimmern, einfach dort, wo die Lücke ist. Okay, das geht nicht. Dann werden wir das Gebäude wegruppen und hier jetzt das Tor hineinbauen. Ich glaube, es wird schon wieder Nacht. Da kommen wieder die Monster. Von Gebäuden aus kann man übrigens auch Mana-Leitung weiterführen. Man muss nicht von diesen Verbindungsstücken immer die Mana-Leitung fortführen. Vier Häuser bauen. Lass uns hier hinten mal ein bisschen Platz schaffen für Häuser. Nacht noch ein bisschen abwarten und dann erkunden wir noch etwas die Gegend. Wow, 47 Minuten schon, Leute. Also es wird auf jeden Fall mindestens eine Stunde hier das angespielt. Die Zeit ist aber schnell vergangen. Macht richtig Fun, das Game. Scheibenkleister. Weil ich ja zurzeit so viel Zeit habe im Real Life. Shit. Dann Häuser, Siedlung, da hinten, es blinkert. Kolonistenhaus. Wartet mal. Können wir das hier entfernen, hier den Strauch? Nö. Eins. Die nebeneinander setzen. Nur so. Zwei. Drehen. Space, ja. Oh, es fehlt wieder mal ein Stein. Wir brauchen noch Steine. Die Monster schon wieder? Da oben ist irgendwas Lianes. Ja, ja, die sammeln sich, wie es scheint. Draußen gibt es noch ein paar Steine. Was kostet so ein Haus? Siedlung, Kolonistenhaus, 30, also 60 mal Stein brauchen wir. Schließt die Tore.
Gut, dass wir einen Scheinwerfer haben, ansonsten würdet ihr nicht wirklich viel sehen. Ich die Helligkeit hoch skalieren. Oh, man kann auch zwei Steinvorkommen mit Eimer abbauen. Gut zu wissen. Das ist dieser Erneuerungspunkt. Wir haben genug Stein. Ich fände es cool, wenn wir hier über die Palisade hüpfen könnten. Aber dann könnten die Monster das ja wahrscheinlich auch. Also von daher, ja, schon gut so. Mal die Tore schließen. Jetzt bauen wir noch die zwei Häuser. Wo ist denn hier der Eingang? Da ist der Eingang, genau. Dann Mana-Leitung. Das können wir dann schon so machen, dass es von Haus zu Haus springt. Schwupps. Von dem Haus. Das Haus. Und so. Und von dem Haus zur Mana-Quelle. I hope they'll have better lives here. No hunger, no deadly frost, no. Do you know how many have said this before? Generation after generation. It's good to finally understand them. Let's go. Wasserbrunnen können wir jetzt bauen. Mhm. Wasserbrunnen. Bauen wir hier hin. Brunnen mit Wasser für Kolonisten. Ja, dann bauen wir den in die Nähe von den Häusern. Ebenfalls ein Mana-Leitung da. Jetzt kümmern wir uns mal um die Monster hier. Auf geht's. Basis ist safe, dann können wir raus und noch ein bisschen schnetzeln. Mich übelst drauf konzentrieren, ja, dass wir perfekte Kombi hinbekommen. Was ist denn das hier? Escoim Waffengeheimnis. Aktivieren. Artifacts of an ancient hammer. Artefakte eines uralten Hammers. So it's a warhammer. If I find more hammer remains, I can develop a blueprint for it. Ach, das ist auch mit Bauplänen. Baupläne. Zahnräder, Schornstein. Krass, Leute. Oh Mann, hätte ich doch nur mehr Zeit. Also, ja, es läuft ja nach wie vor übrigens die Abstimmung. Was wir als nächstes Let's Playen. Ich nehme das Spiel jetzt hier nicht doppelt rein. Aber ich hätte auch Bock, das Spiel zu Let's Playen, wenn es morgen rauskommt, aber... Ihr wisst ja, die Zeit. Denkt dran, guckt mal rein unter Community, bis zum 23.06. geht die Abstimmung noch. Und da könnt ihr sagen, zockt das. Fünf Sachen stehen da zur Auswahl. Guckt einfach mal vorbei. So, wo sind jetzt hier die Nester? Das sind die Bären da auf der Karte. Also Bären zum Essen, ja, ich weiß. Also die vegetarischen Bären. Hier hinten scheint es auch nochmal Bären zu geben. Wenn man die einmal gepflückt hat, zeigt es die auf der Karte an. Oder man muss nur ganz nah rangehen, dann zeigt sie auf der Karte an. Oh, hier oben ist eine Tafel. Was gibt es da zu sehen? Lies den Escoim-Text. Magical technology. They did not choose one. They combined both and were the most powerful civilization. Unsere Festungen stehen stolz in diesem Land, unbesiegt, ungebrochen und vergessen. Wir umarmen die. Was? Ewigkeit war das? Also, wir hatten ja gesehen, es gibt ja dann auch Technologie, die wir noch erforschen können. Da brauchen wir bestimmt noch ein anderes
Gebäude dafür. Hier reingehen können wir nicht. Suche nach Hammerteilen. Ich denke, wir sollen erstmal die Gegner vernichten. Oh, was jetzt? Ist das so eine Festung? Der Eskuim? Ja, Eskuim-Häfen. These half buildings, half machines, guided airships and served as harbor. Doesn't look too damaged by the Great Rapture. I think I can get it running. Ich denke, dass es in Gang bringen kann. Your people. Da braucht man echt ein bisschen Übung mit diesen Kombis. Kombinationen. Look, Eskuim ruins. They have stood here for thousands of years. Look here. Tausend von Jahren stehen die this hier. Looks like some Eskuim junk. It's not junk. These are remains of the Eskuim technology. I can use them to develop blueprints for new technology and research. Forschungszentren kann er daraus Blaupausen bauen. Keep an eye on such ruins. They can contain more of those technology remains. Oh je, oh je, oh je, das Game macht Fun. Das Game macht richtig, richtig Fun. Ja, man muss nur nah genug rangehen, dann zeigt es dir die Bären auch auf dem Radar da. Verfügbar für. Wir können interagieren mit dem Fuchs, wenn wir als True unterwegs sind. Oh, wow, das ist ja ein riesen Fuchs. Streicheln. Guter Fuchs. Ach, niedlich. War's das jetzt? Passiert denn noch irgendwas? Nö. Dann geht's weiter. Gibt's wieder eine Mana-Quelle? Tiger Eskuim Hafen. Something is not right here. The tower is saturated with dark magic. This crystal is the source of it. Let's take it off. Den Kristall abnehmen sollen wir? All the gearing looks good, but we need a navigational stone for the port to function. Navigationsstein wird benötigt. Navigation stone. I read about it. Right, let's search the crash site. Perhaps the navigation stone is still there, buried among the rubble. But if we want to find a wheel, we have to look for it near the airship. Eine Absturzstelle? Dwarves use such stones in their airships, haven't they? Yes. Oh, that's why we are going to the crash site. Zu unserer Absturzstelle oder was? Na gut, komm. Ich wollte sowieso was austesten. Außerdem haben wir die eine Stunde fast erreicht. Ich finde es gut, dass hier eine Mana-Quelle ist. So können wir hier wahrscheinlich dann auch diesen Hafen irgendwann betreiben. Dann müssen wir keine Mana-Quelle von da unten hier hochziehen. Ich wollte austesten, ob wir den Sprung hier überleben. Was sagt ihr, Leute? Aber ich würde auch noch ganz gerne zur Abschlussstelle reisen. Ach komm, wir springen einfach. Yay! Okay, es gibt Fallschaden, aber es geht. 15% unserer HP weg. Navigationsstein, wo bist du? Crash Trail ends here. I don't see navigation stone anywhere. It must have fallen. I have an idea where it might be. Fliege mit Ragnar. Ah, das Spiel macht Fun ohne Ende, aber ihr wisst, wie es ist. Die Stunde ist rum. Ich würde gern noch weiter zocken. Leider ist die Stunde um und wir zocken nicht weiter. Aber ihr habt einen kurzen Einblick erhalten in das Spiel und mir macht es wirklich richtig viel Spaß. Man wird sehen, wenn es morgen rauskommt, das Game, was sich vielleicht schon zum Demo alles verändert hat. Aber ihr habt einen kurzen Überblick hier gesehen und könnt euch
immer noch bei Steam selbst einen Eindruck machen, indem ihr das Demo runterladet. Mir hat's gefallen. Schreibt gern mal in die Kommentare rein, ob es euch gefallen hat, das Spiel. Und Däumchen nach oben wäre nett. Und ganz, ganz wichtig, Leute, Abo da lassen. Kostet euch keinen müden Cent, hier ein Abo da zu lassen und die Glocke zu klicken. Dann verpasst ihr auch kein Angespielt oder Let's Play Video hier auf dem Kanal. Und seid immer aktuell auf dem laufenden Stand der Dinge. Und jetzt kratzt im Hals, ich muss husten, der perfekte Zeitpunkt, um das Angespielt zu beenden. Bleibt gesund, Freunde der Nacht. Wir sehen uns demnächst in einem der Let's Plays oder Angespielt. Bis dahin, bye bye, euer Sahadum.